Ist natürlich schlecht, Alkohol und Sport, das mindert einfach die Leistungsfähigkeit. Und beim Sport schwitzt man ja und muss dieses Wasser dann hinterher wieder ersetzen im Körper. Und da ist es einfach wichtig, dass man das richtige Getränk aussucht. Generell sollte man Wasser oder ungesüßten Tee trinken, denn man bringt die Flüssigkeit in den Körper und hat aber keine unnützen Kalorien, keine leeren Kalorien, die einen nur dick und träge machen. Nach dem Sport, wenn man geschwitzt hat, sollte man die Reserven wieder auffüllen und da braucht man eben auch das, was man mit dem Schweiß verloren hat, Kalium, Kochsalz, Zink, alles was so verloren geht und da ist ein alkoholfreies Hefeweizen hervorragend geeignet dafür. Auch ein Apfelsaftschorle mit einem, immer mit ein bisschen am Salz dazu, weil man wirklich einen hohen Kochsalzverlust hat auch. Aufpassen, wenn man zu wenig trinkt, das Blut wird dicker, die Flüssigkeit im Blut wird weniger und dadurch können unsere Muskeln auch nicht mehr gut versorgt werden. Darum ist wichtig, dass man je nach Sportart weiß, mache ich eine Ausdauersportart, dann muss ich auch während dieser Sportart mir immer genug Getränke zuführen, also genug zu trinken. Bei einer Kraftsportart, wo ich nur kurzfristig, ist es nicht nötig, dass ich zwischendrin trinke. Und auch beim Trinken aufpassen, vom Intervall her, wie verträgt sich das mit meinem Sport? Dann ist es gut, wenn ich vorher 2 Liter trinke und versuche dann Höchstleistungen zu bringen. Das sind einfach nochmal große Unterschiede. Oh wow!